Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute ist das Coole, wir machen den gegrillten Rinderbraten aus dem Dutchofen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Eigentlich brauchen wir ja nicht viel dafür. Man braucht also A, einen Grill und B, einen Dutchofen. Beides habe ich hier. Grill habe ich den 96 XL von Broilking, den Imperial Knaller Grill. Als Dutchofen habe ich jetzt hier den 6er Dutchofen von Grillfürst. Auch schönes Ding, weil der hat gleich die T-Füßchen drauf, dass er super auf den Rost passt. Also ein sehr schönes Duo passt gut zueinander. Dann habe ich noch eine Grillzange. Dann habe ich hier noch einen halben Liter Wasser. Ein Kerntemperaturthermometer nur so zur Sicherheit. Dann habe ich hier als Hauptdarsteller habe ich ein Stück Rinderbraten. Das ist jetzt aus der Schulter raus. Jo, schönes Stückchen. Eignet sich weniger für Steak, sondern eher was zum Schmoren. Hat so ungefähr 2,5 Kilo. Und wenn man schmort, hat man natürlich Schmorgemüse dabei. Da habe ich mich entschieden hier für 3 Karotten oder Mohrrüben. Kann man nennen, wie man will. Habe hier 3 Zwiebeln in so Viertel geschnitten. Und habe 2 schöne Scheiben Sellerie. Obwohl ich nicht der große Sellerie-Fan bin. Aber beim Schmoren gehört das einfach dazu. Hier drüben ist noch ein bisschen Basic Stock, praktisch meine Brühe, leckere Nummer. Hab hier die wilde 13 und ein bisschen Salz. Wenn ihr die Würze nicht habt, dann könnt ihr die kaufen oder nachmischen. Support ist gemord, macht wie ihr wollt. Rezepte findet ihr auf meiner Homepage. Oder ihr nehmt halt die Würze, auf die ihr gerade Lust habt. Das entscheidet ihr wie immer selber. Da habe ich noch einen kleinen Teelöffel und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. Das Coole an der Nummer ist, wir fangen gleich mit Grillen an. Ja, nicht mit Vorbereiten, sondern direkt alles, wie wir haben. Völlig herzlos ab auf den Rost. Und grillen erstmal auf alle Fälle die Gemüse mit an. Weil sonst simmert das ja bloß in dem Dutchofen da vor sich hin. Wir können das auch ganz herzlos raufkippen. Ja, da muss man jetzt keine große Sorgfalt walten lassen. Und was für Gemüse gut ist, kann für Fleisch nicht schlecht sein. Deshalb packen wir unseren Rinderbraten auch direkt auf den Rost. Der Grill ist jetzt volle Pulle vorgeheizt. Also egal welchen Grill ihr habt, gebt den Vollgas, lasst ihn eine Viertelstunde, 20 Minuten hochziehen und packt dann das Fleisch auf. Du siehst, das fängt ja an zu qualmen, genauso muss das sein. Deshalb werden wir den auch nicht lange angrillen, sondern da bilden sich sehr schnell die Röstaromen hier im Fleisch, alles gut. Und jetzt drehen wir die so ein paar Mal hin und her, dass der von einem Seite richtig schön Röst aufnehmen kann. Lässt du das Gemüse jetzt einfach drauf oder wendest du es auch so? Genau, das ist jetzt der richtige Moment, hier auch mal das Gemüse mal kurz zu wenden. Das auch das ist hier Farbe kriegt, geht halt wahnsinnig schnell, wenn man gerade der Power hat. Und wenn den Grill hat, der jetzt nicht so viel Power hat, dann dauert das halt ein bisschen länger. So, dann rühren wir unsere Brühe ein, machen wir gleich im Dutchofen, also den halben Liter Wasser da drauf, ungefähr so 2-3 Esslöffel Brühe rein und die einfach mal kurz verrühren. Kleiner Profi-Tipp am Rande, kann immer mal sein, dass Barbecue-Raps oder Gewürze da irgendwas, dass der anfängt zu klumpen. Das ist kein Fehler, sondern ein Feature. Was immer passieren kann, gerade bei Brühe, dass die steinhart wird, dann musst du die aus dem hier rausnehmen und einfach eine Küchenmaschine tun oder Kaffeemühle, dann kriegst du die gleich wieder pulverig. Das ist mir nämlich auch passiert, die war eben noch ein Block. Und habe ich einfach rausgenommen und in den Thermomix reingemacht, Stufe 10, 10-12 Sekunden, dann hast du wieder Pulver. Das passiert. Man könnte auch die ganze Sache Abhilfe schaffen, indem man so Mittelchen reinmacht, aber wir wollen mit unseren Wurzeln mal relativ nah an der Natur bleiben und deshalb kommt da kein Quatsch irgendwie rein. Lieber immer ein bisschen mehr durchmörsen. Das sieht nicht herrlich aus, also ich drehe nochmal um hier. Guck mal, schön Röstung angenommen mit unserer Gemüse. Hat schön Farbe angezogen und das ist praktisch der Geschmack, der schöne Röstgeschmack, der jetzt in unserem Dutchofen mit drin landet. Deshalb werde ich als allererstes mal das Gemüse zum kleinen Schneiden abräumen. Wenn das Gemüse abgeräumt ist, dann mache ich mal das Fleisch praktisch immer mal hier in die Mitte packe und in der Mitte schon mal die Brenner ausmache, weil das ist nachher auch das Setup, was wir hier fahren, wenn unser Dutchofen drauf steht, also rechts Brenner an, links volle Pulle an und dann hat er ungefähr 220 Grad und das lassen wir schon mal einfach liegen und kümmern uns derzeit ums Gemüse. Die Gemüse schneiden wir jetzt in gleichmäßig, ungleichmäßig Stücken, also ungefähr so hier. So ein bisschen breiter, ein bisschen dünner. Da muss man nicht so viel Energie drauf verwenden. Ganz wichtig ist bei den Zwiebeln, hier, guck mal, hier oben ist immer dieser kleine Wurzelstrunk dran. Siehst du den? Den habe ich dran gelassen, dass die sich einfach besser grillen lassen. Den mag ich aber persönlich überhaupt nicht essen, wie der schmort noch sonst irgendwie. Da schmeiße ich den weg und habe dann praktisch die Zwiebel schon so fertig, wie wir die brauchen. Und bei der Sellerie, ja, den schneiden wir einfach auch in Würfel. Der ist schon ein bisschen weich geworden. Der sorgt nachher für eine schöne, dass die Soße nachher so ein bisschen Bindung hat. Da ist nämlich ganz viel Stärke drin. Und ich mag das ja, muss Sellerie immer an der Soße ran. Dann kommt unser Gemüse hier ab in den Topf. Und geht immer rein. Pfeffern immer locker drüber ein bisschen. So. Dann kommt unser Fleisch, weil wir sind hier beim Grillen und nicht beim veganen Tofu-Kanal. Fleisch kommt jetzt auch mal. Salz einmal oben rüber. Und auch da einmal schön rüber pfeffern. Genau so. Deckel drauf. Und ab in den Grill.
Grill stellt, wie gesagt, mittig, Brenner rechts an, Brenner links an, Deckel zu, Innenlicht kann aus. Immer Strom sparen. Und dann lassen wir den Burschen jetzt so 3,5-4 Stunden drin. Wenn er Kerntemperatur überprüfen möchte, kann er gerne tun. Wenn die jenseits der 80 Grad liegt, ist so ein Rinderbraten schön durch. Weil das ist so ein, ja, ein Stück aus der Schulter. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt so medium essen wollen. Das kann wirklich richtig, richtig Temperatur, lange Temperatur vertragen. Weil es relativ viel Kollagen drin. Also Kollagen macht so Fleisch sehr zäh, hat aber den Vorteil, wenn man es so über lange Zeit mit viel Temperatur rausgart, dann wird daraus Gelatine. Und Gelatine hat die schöne Angewohnheit, dass da der ganze Geschmack mit dem Fett dran haftet und sich schön am Gaumen und an der Zunge festlegt und dadurch einen sehr, sehr aromatischen Geschmack bekommst, also richtig diesen tiefen Rindfleischgeschmack. Und deshalb macht es total Sinn, so ein Ding auch zu schmoren. Knappe 4 Stunden später und einen halben Liter Wasser, den ich in der Zwischenzeit profitiert habe später. Schauen wir mal nach. Und wie Sie sehen, sind die nichts an. Außer ich gebe den Deckel und da siehst du schon den Okolyten drin liegen. Dann nehme ich den mal raus. Zack. Und rette den jetzt hier aus dem Dutch-Ofen raus. Zack, da ist er. Siehst du schon, wie zart und weich der ist. So muss das sein. Und den Saft hier und das Gemüse daraus schmeiße ich nicht weg, sondern das kippe ich jetzt hier in meinen Mixer drin. Um daraus gleich eine schöne Soße zu ziehen. Guck mal, so ist es fertig. Ich habe noch ein bisschen saure Sahne ran gemacht und noch ein bisschen Wasser gestreckt, weil er war sehr, sehr kräftig. Und jetzt schneiden wir unseren Braten auf. Und bei so einem verwachsenen Stück, da weißt du nie, wohin du schneiden musst. Von daher fängst du einfach mal an. Nicht mehr Mittelschnitt, sonst hast du es gleich verwurschtelt, sondern einfach mal hier so. Zack, das sieht gut aus und schön zerfallig. Hier super zart, wa? Ich stecke mal so ein bisschen Scheiben auf hier. Und die würde ich mir jetzt auf den Teller tun, hier, so ein Schäbchen, schön, ach, heiß, ach, da ist es, zerfällt wunderbar. Und gebe immer jetzt gerne ein bisschen Soße drüber, wer möchte, kann jetzt am Bandnudeln dazu machen, das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Frau, für dich wären Kartoffeln, was, eher, oder? Ja. Ah, liegt so. Und ich kann ja Kohlenhydrate verbrauchen ohne Ende, ohne dass es bei mir ansetzt, aber ich verzichte heute trotzdem drauf. Und jetzt ziehen wir mal so ein Stückchen, so. Das ist wie schön zart, so dass man fast pullen könnte. Wie ist der das hier? Also ganz, 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 ganz feingliedrig. Bisschen Soße zu. Na, kaum auf der Gabel, gell. Aber liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich eine riesen Portion habe. Dann mache ich halt wenig auf die Gabel. Mein Gott. First World Problems. Das puste ich noch ein bisschen. Und rinne in die hohle Birne. Was für ein herrlicher Rinderbraten. Hätte auch mal die besser machen können. Okay, na hier. Diese mache ich noch mal in der Mitte. Dass du hier wirklich so zack auseinanderziehen kannst. Also da siehst du, wie zart das ist. Nicht so ein Ding, wo du dann ewig drauf rumkaust, weil es ist das Schlimmste, wenn du so einen Rinderbraten hast, der einfach nicht durch ist. Und da ist wirklich das Thema Zeit und Hitze. Das war dreckig. Und wenn du angrillst, vorher hast du natürlich diesen schönen Röstaromen drin. Und dazu kann ich euch bloß anstiften. Und ich möchte euch auch anstiften, einen Daumen nach oben da zu lassen. Einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Mega, ey. Guten Appetit. Danke. Das sind noch meins.